Ich empfehle Ihnen zum wiederholten Male, prüfen Sie das jetzt in zwei Schritten. Bestand und Umfang. Nur so können Sie sich dem dann annähern. Erstens, Bestand der Vertretungsmacht des Sibelius für den Gold. Ja? Es besteht eine Vertretungsmacht, ist mir noch nicht als Antwort genug. Sie können es konkretisieren. Vergessen Sie nicht, dass er eine berechtigte Frage gestellt hat. Es besteht eine Vertretungsmacht, aber wie heißt diese Vertretungsmacht nebenbei? Für den Kauf eines Bildes, da sind Sie schon so im Umfang mit drin. Wie nennt man diese Vertretungsmacht? Und das ist ja eine Figur, das ist ja ein juristisches Ding. Die nennt man Vollmacht. Ja? Der Sibelius hatte Vollmacht, aber da gibt es verschiedene Varianten. Es gibt Innenvollmacht, Außenvollmacht, 167 Absatz 1, Alternative 1 oder Alternative 2. Wie würden Sie es denn hier verorten? Sie selber haben es gefragt, können Sie es selber antworten? Was für eine Art von Vollmacht hatte der hier? Ich hätte auch gesagt, eine Außenvollmacht. Ja? Der ruft an und sagt, da kommt einer bei mir vorbei, da kommt einer bei euch vorbei, der kauft ein Bild. Ja? Gut. Damit haben wir Bestand der Vertretungsmacht, in jedem Fall Plus. Nächste Frage und letzte Frage, Umfang der Vertretungsmacht. Bitteschön. Er hatte eigentlich nur eine Erlaubnis für 50.000 Euro. Oder weniger, also maximal 50.000 Euro. Hier hat er gekauft für 75.000. Was würden Sie jetzt daraus für einen Schluss ziehen? Er hat nicht im Sinne des Gold gehandelt. Darüber sind wir uns einig. Was bedeutet das für die Vertretungsmacht? Sie sagen, der durfte bis 50 und hat aber 75. Bitteschön. Er hat nicht als Vertreter gehandelt. Das hat er vorhin schon so ähnlich mal gesagt gehabt, weil er in jedem Fall darüber hinausgegangen ist. Wir haben festgestellt, der handelt in fremden Namen. Das heißt, er handelt als Vertreter. Jetzt ist noch die Frage, hat der Vertretungsmacht für dieses Geschäft? Bestand hatte er, jetzt die Frage Umfang. Wir sind ja schon ziemlich nah dran. Bitteschön. Aus der Sicht des Verkäufers hat er doch als Vertreter gehandelt, sagen Sie, oder hat er im Umfang seiner Vertretungsmacht gehandelt, weil der nichts davon wusste. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, an dem dieser Fall interessant wird. Nämlich, Beschränkungen der Vertretungsmacht können sich, wenn sie wirksam sein sollen, nur ergeben aus der Vertretungsmachterteilung selbst, aus der Vollmacht selbst. Weitergehende Beschränkungen im Innenverhältnis, zum Beispiel im Dienstverhältnis, was die miteinander haben, sind irrelevant. Wenn Sie also eine Außenvollmacht haben, wie hier, die erteilt wird und in der keine Beschränkung enthalten ist, dann haben Sie eine in Ihrem Bestand unbeschränkte Vollmachtserteilung. Was dann der Auftraggeber noch im Innenverhältnis seinem Mitarbeiter weitergibt, ist im Außenverhältnis unwirksam. Das Argument ist ganz einfach. Wenn ich eine Außenvollmacht habe, dann ist das Instrument, die Willenserklärung, Vollmachterteilung ist eine Willenserklärung, das Bestand und Umfang der Vertretungsmacht definiert. Mit dem Ergebnis, dass der Kaufvertrag zwischen dem Kuno und dem Gold zustande gekommen ist, weil die Beschränkung im Innenverhältnis sich nicht auf die Vollmacht selbst auswirkt. Da haben Sie wieder Abstraktheit der Vollmacht. Also die Vollmacht als solche ist erteilt, das zu prüfen. Und ob die in ihrem Dienstverhältnis noch andere Dinge miteinander abgesprochen haben, spielt hinsichtlich der Wirksamkeit der Vollmacht keine Rolle. Mit dem Ergebnis, dass hier dieser Anspruch besteht. Jetzt fragen Sie mich gleich, ja, aber was, kann der einfach hingehen und kann da seine Vertretungsmacht überschreiten? Hat er denn dahinter kein Problem? Doch, der hat natürlich ein Problem, der hat sich gegenüber seinem Chef vertragsbrüchig gemacht, aber das hat nichts mit der Vollmacht zu tun, sondern mit deren Arbeitsverhältnis. Da hat er eine Pflichtverletzung und mit denen befassen wir uns dann im nächsten Semester. Haben Sie mitbekommen, dass für Bestand und Umfang der Vollmacht einzig und alleine ist, auf was ankommt? Auf die Vollmachtserteilung. Die müssen Sie festmachen. Und wenn Sie das haben, dann kommen Sie zu dem weiteren Ergebnis, dass darüber hinausgehende Beschränkungen der Vollmacht im Innenverhältnis, dass die unwirksam sind, solange sie nicht dem anderen auch mitgeteilt werden. Gut. Bitte schön. Was sagen Sie? Ob ich das zwischen Außen und Innen nochmal differenzieren kann? Also,
Das ist im Grunde so, wie es in 167 Absatz 1 BGB drin steht. Da steht erstmal nur drin, eine Vollmacht kann erteilt werden, entweder durch Erklärung gegenüber dem potenziellen Vertreter, durch eine Innenvollmacht, oder aber durch Erklärung gegenüber dem Dritten, mit dem das sozusagen zustande kommen soll. Und Sie haben, übrigens vielleicht hilft Ihnen das weiter, Sie haben in manchen Fällen beides oder sogar in vielen Fällen. Also wenn ich jemanden zum Beispiel in meinem Laden anstelle und der sitzt da immer, dann habe ich zum einen dem der Innenvollmacht erteilt, weil ich dem sage, bitte verkauf mal hier. Zum anderen habe ich aber natürlich auch dadurch eine Erklärung nach außen abgegeben, der darf hier für mich kaufen. Ja? Und wenn Sie eine Vollmacht haben und die deckt dieses Geschäft auch, dann reicht das bereits aus im Grunde. So. Gut. Ich komme jetzt als letztes Kapitel für heute. Es wird nochmal ganz kurz spannend, aber wir gucken uns nur noch zwei Sachen an. Zu der Frage, was passiert eigentlich, wenn jemand keine Vertretungsmacht hat? Rechtsfolgen. Falls jemand keine Vertretungsmacht hat, hilft uns der Paragraph 177 BGB weiter. Wir schauen uns jetzt noch zwei Paragraphen an in diesem Semester und dann möchte ich gerne, dass Sie mitmachen. Schauen Sie da mal rein. Und wer das liest, was da drinnen steht, der erinnert sich vielleicht an eine Vorschrift, die Sie schon kennen. Der 177 ähnelt nämlich strukturell etwas total anderem, was aber genauso ähnlich geregelt. Schließt jemand ohne Vertretungsmacht im Namen eines anderen einen Vertrag, ist also jemand falsus procurator, Vertreter ohne Vertretungsmacht. So heißt das, falsus procurator. Jemand, der so tut, als sei er Vertreter, aber keine Vertretungsmacht hat. So hängt die Wirksamkeit des Vertrags für und gegen den Vertreter von dessen Genehmigung ab. Ich habe es Ihnen hier hingeschrieben, was das ist. Schwebende Unwirksamkeit des Vertretergeschäfts. Erinnern Sie sich an was? Das Wort schwebend haben wir schon mal gehört. Im minderjährigen Recht, ganz genau. Und so funktioniert es hier im Stellvertretungsrecht auch. Wenn ein Minderjähriger loszieht und ohne Einwilligung der Eltern ein Geschäft tätigt, dann haben die Eltern die Gelegenheit zu sagen, okay, ich genehmige, dann wird es nachträglich wirksam. Oder sie sagen, nein, ich genehmige nicht, dann wird es endgültig unwirksam. Bis die Eltern sich geäußert haben, ist das Geschäft schwebend unwirksam. So auch hier. Wenn jemand in meinem Namen loszieht und er hat keine Vertretungsmacht, oder er geht über den Umfang seiner Vertretungsmacht hinaus, dann bin ich in der Situation, dass ich sagen kann, okay, ich genehmige, oder aber ich sage, ich widerrufe, ich genehmige nicht. Bis dahin ist das Geschäft schwebend unwirksam. Ist eine im Grunde ganz einleuchtende Art und Weise, diese Dinge zu regeln. Dann muss halt derjenige, in dessen Namen gehandelt wurde, muss halt sagen, macht er das Spiel mit oder macht er es nicht mit. So. Wenn er aber dann sagt, ich genehmige nicht, dann stellt sich die Frage, was ist jetzt eigentlich mit den Ansprüchen des Dritten? Sie haben also mit jemandem einen Vertrag geschlossen. Dieser Typ, mit dem Sie da kontrahiert haben, sagt, ich handle im Namen von X und Sie vertrauen darauf, dass Ihr Rechtsgeschäft mit X zustande gekommen ist. Jetzt stellt sich raus, der Mensch, mit dem Sie verhandelt haben und kontrahiert haben, hatte gar keine Vertretungsmacht. Und der X sagt, nö, der hat zwar in meinem Namen gehandelt, aber hatte keine Vertretungsmacht. Was glauben Sie, was jetzt passiert? Bitte.